Stellungsspiel vor Orientierung. Wollen wir mit dem Start beginnen. Der Spieler hier im Zentrum steht erstens relativ nah am Tor und macht somit den Raum nicht breit. Im zweiten Moment bietet sich der Spieler eben hier zentral mit Gesicht zum eigenen Torwart an, bekommt dann den Ball, wird natürlich unter Druck gesetzt und muss den Ball jetzt wieder zurückspielen. Dieser Spieler muss bei Ballgewinn sich sofort optimal im Raum orientieren. Und wir sehen ja wirklich hier, wenn der Spieler hier seitlich kurz umblickt, kann er sich hier im Fadenkreuz dieser Spieler, also hier, ich nenne es immer das Fadenkreuz, wenn hier eine Linie aus allen zieht, genau im Zentrum anbieten, weil hier werde ich eigentlich von keinem Spieler schnell unter Druck gesetzt. Wenn ich mich hier in eine seitliche Haltung, also nicht in eine Haltung zum Tor, sondern eine seitliche Haltung zum Tor begebe, kann ich den Ball eigentlich hier sofort in eine offene Stellung bekommen und mitnehmen. Das heißt, der Spieler bietet sich hier falsch an und kommt hier kurz. Hier habe ich keinen Vorteil, den ich für meine Mannschaft rausholen kann, gerade sofort unter Druck. Wenn ich mich hier seitlich ins Fadenkreuz begebe, mit einem kurzen Blick nach hinten, nach außen mich orientiere, kriege ich den Ball hier rein, kann mich sofort nach vorne orientieren, könnte den Ball sofort in die Tiefe spielen. Nun wollen wir uns mal diese gefährliche Situation anschauen, aus der eigentlich ein Tor erzielt werden könne. Dieser Spieler ist hier im Ballbesitz und hat hier relativ viele offensive Spiele gegen nur einen Verteidiger und spielt den Ball jetzt hier relativ flach hier vorbei, sodass der weiße Spieler den Ball gut ablaufen kann. Wenn er den Ball hier einfach mehr in den Raum spielt, hat der offensive Spieler einen kürzeren Weg zum Ball und zum Tor und kann damit erfolgreicher werden. Wenn er den Ball so steil spielt, wie er es gerade getan hat, können wir über den Fehler dieses Stürmers hier eben sprechen. Er läuft eben, wenn der Ball kommt, eben gerade einfach auch zum Ball hin, der Verteidiger auch, und der fängt den Ball dann ab. Hätte der Stürmer die Situation richtig erkannt, wenn der Ball kommt und würde nicht zum Ball laufen, sondern in den Gegner hinein sozusagen, sich mit dem Körper in den Raum, in den Gegner hinein bewegen, so kann der Spieler gar nicht richtig an den Ball rankommen und dann komme ich auch wieder in meine 1-gegen-1-Situation.